Viertelfinale. Da ist die Spitze nicht mehr breit, wie ein Bundestrainer mal gesagt hat. Da erleben wir Leistungsdichte und freuen uns auf ein spannendes Spiel. Und die Atmosphäre hier, die ist wirklich Wahnsinn. Das geht richtig unter die Haut. Und ich denke, da spreche ich auch für Manni. Wir freuen uns auf diese Partie. Arsenal mischt zwar immer noch oben mit in der englischen Liga, konnte Manchester United in den vergangenen Jahren aber nicht mehr so viel Kontra bieten wie zuvor. Und die Fans warten auf eine ähnliche Saison wie 2003, 2004. Arsenal marschierte ohne Niederlage durch die Liga. Tja, und in den letzten Jahren, da kann der FC Arsenal auf keine großen Erfolge zurückblicken. Bereits seit 2005 konnte der Verein keinen bedeutenden Titel mehr einfahren. Und jetzt rate mal, mit welchem Datum das zusammenfällt. Tja, ich weiß es, das ist deckungsgleich mit dem Umzug vom alten Highbury Stadium in das neu gebaute Emirates Stadium. Vielleicht das Ganze kein Zufall. Bei ihm und seiner Torgefährlichkeit, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. 10 Treffer hat er bislang geschafft. Das könnte zu diesem Saisonzeitpunkt etwas mehr sein.